Oh, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Da sind wir schon wieder hier bei Let's Play Minecraft. Neue Folge, neues Glück. Heute wollten wir eigentlich mal in die Mine gehen. In unsere Kellermine, die wir hier in dieser Hütte haben. Dazu, keine Angst, Chris. Wollte hier noch mal ein bisschen gucken, was ich alles so für einen Schutt habe. Ob hier noch, hier ist noch ein Pfeil bei. Hier haben wir auch noch ein bisschen Faden. Dann wollte ich mir nämlich jetzt mal den Bogen craften. Das ging doch irgendwie hier mit Stöckern und Fäden. Oder nicht? Oder so? Nein, wie ging denn noch ein Bogen? Das ist doch nicht mit Faden. Das war mit Seil. Nee, Seil ist doch Faden, oder nicht? Ich habe gerade keine Ahnung, wie man einen Bogen craftet. Ich glaube, das muss ich mir nochmal angucken. Würde ich voll cool erstmal so einen Bogen machen. Nix. Hä? Gibt's das denn? Habe ich schon irgendwas noch nicht ausprobiert? Das muss doch mit den Stöckern und Seilen sein. Ach Menno, es tut mir leid. Ich werde es mal nachforschen, bei Gelegenheit. Diamantspitzhacke. Obsidian, also wir brauchen auf jeden Fall noch Diamanten. So, wir gehen jetzt mal in unsere Kellermine und suchen nach Diamanten. Da haben wir ja auch schon mal richtig was gebaut, aber ich lange nicht mehr hier unten. Rennen wir mal runter. Hier fühle ich mich zumindest sicherer als in der Schlucht. Die werden uns. Achso, da haben wir ein Crafting Table. Und hier sind wir schon auf Grundgestein gewesen. Okay. Es gibt ja auch so einen Trick mit F3, kann man sich mal die Höhe anzeigen lassen, auf der man ist. Looking at. Ja, ich verstehe immer noch nicht die Höhe. Wo ist denn die Höhe? Kann man das einmal sagen, wo ist die Höhe? So, 7, 8, 9. Okay. Das ist ja auch die Höhe hier, auf der wir, glaube ich, Diamanten gefunden haben. Ne? 9, 10. Ja, hier haben wir schon Gang. Hier haben wir auch schon gestrip-mined sozusagen. Oder was? Ich weiß das gerade gar nicht. Wir haben schon von alleine fast die richtige Höhe raus. Achso, hier haben wir ja noch Diamanten. Ist das nicht schön? Diamanten bringen auch gute Erfahrung. Ich hatte die, glaube ich, übergelassen, weil ich damit noch ein bisschen warten wollte. Bis wir hier eine Spitzhacke mit Glück haben. Zwei Diamanten reichen auch für unseren Zaubertisch, den ich jetzt eigentlich gerne mal machen wollte. Ganz schön hoch eigentlich, ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel hier weitergeht, hier noch mal so einen Gang reingräbt, da gibt es ja immer noch mehr Diamanten oder immer Schönes, was wir brauchen könnten. Ja, aber Schönes, was wir brauchen könnten, nicht unbedingt Kohle. Gold oder Eisen. Darüber würde ich mich jetzt mehr freuen. Redstone, deswegen wird das auf einmal so hell, ich habe mich schon gewundert. Aber da wird ja nicht über den Dingern sein, oder? Thank you.
sind wir sogar unterm Lavasee. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier noch mal Diamanten ein paar mehr kommen. Aber nur weit genug graben. Scheint aber irgendwie nicht so. Jetzt haben wir hier schon wieder so einen ewig langen Gang. Oder keine Ahnung, wie es heißt, braucht man ja auch fürs Zaubern. So nah war es dran, gerade eben einfach drüber weggegraben. Okay, war der Kies, kann weg. Ach, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Kann es ruhig wegnehmen, es geht ja immer ein bisschen schneller. Aber man weiß nicht, ob man damit eine Höhle freisetzt. Möglich ist es natürlich immer, noch von irgendwo auf einmal Zombies nachrutschen. Es gibt ja auch irgendwie so einen Trick, ne? Ich glaube, ich werde es nicht hinkriegen. Doch, ha, habe ich auch gesehen bei Unge, also echt toll. Danke dafür. Muss man nicht immer alles wegkramen, wenn man es nicht haben will, dann kann man auch eine Fackel da untersetzen. Gehen wir noch mal weiter. Vielleicht wird man auch die Lavaquelle. Muss man nur vorsichtig sein. Aber ich habe jetzt einen Wassereimer mit dabei. Redstone brauchen wir erstmal noch nicht so viel. Ich will eigentlich eher Diamanten haben. Gold. Diamanten und Gold. Immer mehr. Wir machen jetzt nichts anderes mehr außer Farmen hier. Strip Mine. Sehr spannende Beschäftigung. Wo es schon immer interessant ist, ob man nicht hinter dem nächsten Stein immer Schönes findet. Oh, hier kann noch ein weiter. Wenn ich hier nochmal wieder weiter will. So, richtig schöne Minenschacht hier. Das hier noch mit. Schon allein wegen den Erfahrungspunkten, da gibt es echt immer viele. Guck, ein bisschen dunkel jetzt hier geworden, kommt noch ein Lichtchen hin. Diesen Gang ist nicht so, also wie scheint. Wir gehen jetzt nochmal wieder zwei tiefer. Dann habe ich hier unseren ersten Schacht gleich fertig. Nichts gefunden, dann gehen wir zwei weiter sozusagen und dann machen wir das gleiche Spiel. Auf jeden Fall wieder Eisen gefunden. Ach, schon viel zu Butter haben wir. Guckt, Diamanten. So schnell, so schön. Haben wir schon wieder Diamanten gefunden. Wir haben auch fast keinen Platz mehr jetzt. Oh, nochmal Redstone. Sich doch gelohnt hier zu minen. Wir müssen aber erstmal sehen, dass wir oben unsere Bücherregale und sowas hinkriegen. So. Redstone noch mitnehmen. Haben wir jetzt eh schon einen Stack von angebrochen, dann können wir auch noch mehr mitnehmen. Okay. Wollen wir erst noch mal ein tiefer gehen? Wir gucken erstmal, was hier so ist. Ah, da ist noch was.
immer weiträumig ausgraben. Es könnten irgendwo noch mehr angrenzen, anecken. Level 30, hervorragend. Okay, hier sind keine mehr. Es sind also nur drei. Schade. Gern ein paar mehr gehabt. Vorrat noch ein bisschen auffüllen. Auch nur wegen der Erfahrung. Okay. Ja, da müssen wir eigentlich echt nur noch unseren Glückstisch hinkriegen, unseren Zaubertisch und irgendwie eine Steinspitzhacke mit Glückpfeilzauber, wenn es klappt. Nehmen die trotzdem schon mal mit hier. So, dann haben wir jetzt, gehen wir noch mal tiefer. Obwohl Diamanten werden wir hier nicht mehr finden, aber wir wollen das Eisen noch mitnehmen. Fünf Diamanten. Oh Gott, Redstone. Vier. Ist ja unglaublich viel. Davon sind es auch immer 20. Und 22 Eisenerz nochmal. Dieser Schacht ist dann auch ziemlich am Ende. Also ich glaube nicht, dass wir hier noch was rausholen. Soll natürlich nie sagen, aber wahrscheinlich ist es nicht. Nochmal, na gut, Redstone gibt es nochmal. Es gibt immer so viel Redstone. Ich weiß gar nicht, was man mit so viel Redstone machen soll. Kann man das mal jemand in die Kommentare schreiben, bitte, wenn jetzt jemand weiß. Was machen wir mit so viel Redstone? Wofür braucht man das? Na gut, für elektrische Dinge und so, ja. Und für Eisenbahnschienen brauchen wir das vielleicht nachher. Dann machen wir mal sonst. Gold, wir haben Gold gefunden. Auf den letzten Metern ein Stack, aber nur, ne? Also gut, da ist auch schon mehr. Drei sind das immerhin. Müssen wir wahrscheinlich irgendwas anderes an Stein mal wegwerfen, weil so viel Steine. Ja, sind doch, ist eine größere Ader. Sieben Stück waren das. 7-mal Gold, dann müssen wir aber irgendwas wegschmeißen. Wie gesagt, Steine sind immer gut wegzuschmeißen. Jetzt haben wir Gold aufgesammelt. Also es lohnt sich, dieses Strip Mine ist echt das effektivste, glaube ich, wenn man so überlegt. Man kann natürlich auch lange durch Höhlen laufen oder durch Schluchten. Kann man dann machen, wenn man besser ausgerüstet ist. So, hier haben wir ja noch zwei Diamanten. Die nehmen wir auch mal mit, bevor wir sie vergessen. Wir werden schon mehr Diamanten finden. Ich hoffe, da ist keine Sorgen mehr. Aber auf jeden Fall mehr ist genug. Schon weiter gucken. Ohne Ende Feuerstein herstellen. Und wir würden dann aber wieder auf jeden Fall so hoch das angehen. War schon ein bisschen zu tief eigentlich. Hier sozusagen wieder langsam ein höher gehen. Bin ich immer so. Na guck, da haben wir schon wieder Eisen gefunden. Also es mangelt nicht an Rohstoffen hier unten, definitiv nicht.
unsere Kellermine ist echt lukrativ. Oh toll, ist alles kaputt. Wie sieht's denn aus? Wie viel haben wir denn? Davon könnten wir noch ein paar mitnehmen. Man kann dann immer schneller gucken, was sich da vielleicht noch hinter der Wand verbirgt. Gar nichts. Kies auch. So, dann gehen wir mal. Sollen wir hier nochmal wieder dicht machen eigentlich? Nö. Erstmal nicht. Können aber was essen zwischendurch. Das sind komische Geräusche. Ich glaube, hier hinter den Wänden irgendwo verbirgt sich irgendwas. Aber ich kann jetzt auch nicht durchschlagen und gucken. Definitiv ist hier auch noch Böses am Start. Werden wir uns in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich mal angucken, denn was da unten noch so los ist. Wir könnten auch hier unser Zaubertisch rein. Machen wir schön alles mit Holz ausleihen. Was macht ihr hier schon wieder Tür auf? Tür zu, Spielchen. So, unsere beiden Öfen. Guck mal hier. Du kriegst mal Eisenerz zu schmelzen und du kriegst Gold zum Schmelzen. Was ist unser Gold? Ein bisschen was hatten wir doch immerhin. 7 Gold. Wir wollen jetzt auch mal unsere Eisenstange hier, Diamantspitzhacke, schon mal craften, wenn wir wollen. Obsidian sammeln. So, brauchen wir definitiv. Nützt nichts. Dann können wir die erstmal dazu packen. 8 Diamanten. Stehst auf unserer Kiste rum. Merkst du was? Hier hatten wir Redstone. Mal, da fangen wir zumindest an, schon mal ein bisschen zu sortieren. Hier haben wir dann, kriegen wir noch diesen blauen Lapsio-Zeugs hin. Hier könnte ein bisschen Kohle zum Beispiel noch hin. Das wird unsere Steinbox und Sandbox und diese komischen anderen Steine. Andesit hier, kommt dahin. Granit hierhin. Kies könnten wir hier auch mit. Da wo Steine werden wir wahrscheinlich noch so viel kriegen. Wird mal irgendwie. Ja, so, da hat nur ein bisschen Essen drin, aber auch echt wenig Essen. Und wird keiner satt. Und Sattel haben wir schon und eine Pferderüstung. Also bräuchte eigentlich nur noch mal ein Pferd. Mein Schwarzpulver hatten wir auch irgendwo anders. Schallplatten haben wir schon. Zucker, auch keine Ahnung, was wir mit Zucker sollen, warum wir das auf Tasche haben. Ich kann uns nochmal wieder ein paar Werkzeuge craften. Ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Unseren Goldvorrat ein bisschen auffüllen hier, unser Goldschatz. Neues Werkzeug. Wo wir dann auch irgendwann übergehen werden, nur noch Diamantwerkzeug zu haben, damit wir auch schneller bauen können. Also ich will dann jetzt endlich mal versuchen, in der nächsten Folge, dass wir in die Bücherproduktion übergehen, Bücherregalproduktion und unseren Zaubertisch hinbekommen. Mal sehen, ob es klappt. Ich denke, für diese Folge soll es das dann mal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.